man bereitet sich ja natürlich immer unterschiedlich auf Rollen vor und recherchiert vielleicht ein bisschen oder spricht mit Leuten, die der Rolle ähneln oder eine ähnliche Lebenssituation haben. Wie darf man sich denn jetzt die Vorbereitung vorstellen, wenn man Kriminelle spielt? Ja, da mussten wir uns nicht so vorbereiten. Also, was meinst du mit Vorbereitung? Ja, stell ich jetzt Ich oder was? habe angefangen, ich war viel mit dem Schlüsseldienst unterwegs. Ganz viel mit dem Schlüsseldienst, habe Schlösser aufgemacht. Was auch total interessant war, diese Familien oder sagen wir mal Leute kennenzulernen, wo ich gerade die Schlösser aufgemacht habe. Das ist ja auch krass, was man dafür auch für Menschen kennenlernt, die gerade die Tür zugefallen ist. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich eine Serie für sich eigentlich. Dann war ich mit einem ehemaligen, wie nennt man das nochmal, Kriminellen unterwegs, Safeknacker. Safeknacker unterwegs, genau. Der hat mir gezeigt, wie man sowas aufmacht und war eine große Inspiration. Insofern müsst ihr jetzt aufpassen, im Süden Berlins. Und so, sonst haben wir geboxt ganz viel. Ich habe einen super Boxtrainer, den ehemaligen Trainer von Graziano Rocky Gianni, mit dem haben wir uns, der hat mir Kämpfen beigebracht. Und haben uns auftrainiert und es war eine große Vorbereitung. Es war eigentlich mit die größte Vorbereitung, die ich jemals hatte. Ja, bei mir ebenso, ja. Eben vor allem durch das Boxen, viel körperlich und ja.